Oh, er verlässt, komm, verlasse das Haus. Ja. Kannst du jetzt bitte auch gehen? Komm, wir öffnen schon mal. Ich weiß jetzt aber gar nicht, wo der hingegangen ist. Ich habe keine Kameras, ich sehe nichts. Oder habe ich doch Kameras? Nein, ich habe keine Kameras. Ach, doof, ne? Ich kann die ja hier kaufen. Ja, schön blöd. Na komm, da kaufen wir gleich mal hier ein paar. Sicher. Und ich würde jetzt... Genau, das wollte ich damit. So. Oh, da hat einer eine Aufgabe für uns. Neue Anordnung der Regierung Wein. Oh. Das ist doch Mist. Kriege ich ihn jetzt? Oh ja, mehrere Leute eine Aufgabe für uns. Oh nein, sag nicht, die wohnt hier. Oh! Ups. Sorry. Das war ein Versehen. Ich wusste nicht, dass sie hier wohnt. Was machen sie hier? Tut mir leid, ich gehe ja schon. Gehen Sie sofort. Ups. Wir wurden das erste Mal erwischt. Das erste Mal wurden wir erwischt. Die sind auch da. Hier hat jemand eine Aufgabe für uns. Was will denn die Katze? Die Katze hat eine Aufgabe für uns. Sie hat bestimmt Hunger. Mist. Die Kamera ist übrigens echt scheiße, merke ich gerade. Oh Gott. Ich glaube, die Runde müssen wir auf jeden Fall nochmal machen. Ich weiß gar nicht mehr, was Klausi für eine Stimme hat. Hallo. Klaus begrüßen. Hallo Klaus, wie geht es Ihnen? Gut und selbst. Gerne würde ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren, Hector, aber in Anbetracht der Neuigkeiten möchte ich Ihnen mein tiefstes Beileid aussprechen. Ich hätte Sie nie auf 85 geschätzt. Sie sehen viel jünger aus. Klaus, das Problem ist, dass ich nicht einmal 65 bin. Was? Aber wie konnte ich da falsch liegen? Sie lagen nicht falsch, Klaus. Das Ministerium liegt falsch. Oh, also werden die ihre Einträge anpassen und sie haben noch eine Menge Zeit, bevor sie in das schreckliche Euthanasiezentrum müssen. Nee, leider nicht, Klausi. Wer weiß, vielleicht gibt es das in ein paar Jahren schon nicht mehr. Ich bin mir sicher, dass es sich hier nur um eine temporäre Maßnahme handelt. In unserer Welt ist nichts beständiger als temporäre Lösungen. Das Ministerium für Fürsorge hat angerufen. Sie sagen, dass die Einträge korrekt sind. Und selbst wenn ihnen bewusst werden würde, dass sie einen Fehler begangen haben, gäbe es kein Eingeständnis. Denn der große Staat und der weiße Anführer machen keine... Mein Gott, Hector, tut mir leid. Keine Sorge, es ist mein Leben und mein Problem. Sie haben selbst genug um die Ohren. Wir können nur beten, dass jemand im Ministerium Kaffee über die Unterlagen schüttet, auf denen ihr Alter oder das ihrer Kinder festgehalten wurde. Ach Mann, ich will eigentlich ja nur DNA. Ich habe jetzt keine Lust mit den Leuten zu quatschen. Katze! Vor allem die Katze geht überall rein. Na gut. Wir gehen mal hier rein. Und wir bringen die an. Was? Hä? Hat sich gerade irgendeiner erschrocken? Oh, jetzt kommt, glaube ich, Klausi. Klausi hat schon wieder was für uns. Ach so, Na gut, dann quatschen wir halt noch weiter. Mir ist bekannt, dass dieses Gebäude einst ihrer Familie gehörte. Wie war das? Es gehörte nicht einfach nur meiner Familie. Mein Urgroßvater und sein Sohn haben es gebaut. In seiner Blütezeit war es wunderschön. Ich erinnere mich noch an den Orangenbäumen und die Obstgartenblüten. Leider ist von der damaligen Schönheit nichts mehr übrig. Das Ministerium hat den Obstgarten schon vor langer Zeit zubetoniert. Oh, Klausi ist voll traurig. Warum ist Klausi so traurig? Erzählen Sie mir von Ihrer Familie, Klaus. Wie Sie bereits wissen, heißt meine Frau Maria. Sie ist Lehrerin für Literatur. Unsere Tochter Slata ist 6 Jahre alt. Wir suchen bereits nach einer Schule für sie. Allerdings wird das Ministerium möglicherweise eine Zwangszuweisung einführen, was bedeutet, dass sie wohl auf die nächstgelegene Schule für patriotische Erziehung gehen muss. Mehr Familie habe ich nicht, zumindest niemanden, der nicht im Gefängnis sitzt. Tut mir leid, ich wollte keine schlechte Stimmung verbreiten. Ah, ich bin Volkswirt im Finanzministerium und habe Zugriff auf eine Vielzahl von Statistiken. Vor kurzem wurde vermerkt, dass jeder Bürger Verwandtschaft im Gefängnis hat.
oder in einem Arbeitslager. Oder Verwandte, die exekutiert wurden. Übrigens wurde die Abteilung, die diese Entdeckung machte, aufgelöst und alle Beteiligten wanderten ins Gefängnis, ausgenommen der Oberaufseher. Ich glaube, der ist mit einer wichtigen Persönlichkeit verwandt. Und Sie, Hector? Haben Sie Familie? Ja, ich habe einen erwachsenen Sohn, aber der lebt weit weg. Er hilft beim Bau einer Eisenbahn im Norden. Es dauert 6 Monate, bis Sie meine Briefe erreichen, wenn Sie überhaupt ankommen. Viel höre ich von ihm nicht. Aber zumindest lebt er und sitzt nicht im Gefängnis. Das freut mich. Sag mal, Klausi, was willst du denn noch? Ach so, fragen, was er möchte. Das hätten wir vielleicht noch machen können. Was möchtest du denn? Ich würde Sie gerne um etwas bitten, wenn ich darf. Schießen Sie los. Slatter wird bei 6 Jahre alt. Ich würde gerne eine Party für sie veranstalten. Seitdem sie das Feuerwerk am Tag der weltweiten Freude sah, hört sie nicht mehr auf, davon zu reden und will mehr sehen. Können Sie mir Feuerwerk besorgen? Ich werde sehen, was ich tun kann. Och. Der Händler! Brauche ich den jetzt? Nee, brauche ich ja gar nicht, den Händler. Aber der Händler ist auch wieder da. Das ist sehr schön. Schlaf der Glückseligkeit. Gestern Nachmittag wurden die große Eröffnungsfeier für das nationale Euthanasiezentrum abgehalten. Der Vorsitzende Minister des Ministeriums für Fürsorge, André Borland, hielt eine patriotische Rede über die Pflichten der Bürger dieses großen Landes. Henry Olowski war der erste Besucher des Zentrums. Wir gratulieren und ehren diesen Mitarbeiter der Post und wünschen ihm ewigen Frieden. Ab heute ist es die Pflicht eines jeden Bürgers, sich innerhalb von 2 Wochen nach Erreichen des 85. Lebensjahres dem Schlaf der Glückseligkeit zu unterziehen. Hierbei handelt es sich nicht um eine Strafe, sondern eine Belohnung für wahre Patrioten und ihr Lebenswerk im Dienste des Staates. Das Euthanasiezentrum steht der Öffentlichkeit für Touren von 18 Uhr bis 19 Uhr zur Verfügung. Ich weiß nicht, ob du meine Briefe bekommst, denn hier gibt es keine Post. Eigentlich gibt es hier gar nichts. Der Gedanke, mit der Eisenbahn in Richtung Norden zu reisen, ist nicht mehr sehr verlockend. Hier, irgendwo und nirgendwo, lebt niemand. Wenn ich mich recht erinnere, ist heute dein Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum 65. Papa. Es tut mir leid, dass ich zu unhöflich zu dir... Was? Dass ich unhöflich zu dir... Okay. Ich kann dir keine Adresse geben, an die du mir schreiben kannst, denn hier gibt es weit und breit nichts außer Natur. Okay, das ist also von unserem Sohnemann ein Telegramm gewesen. Und die Stimme der Wahrheit, die gibt es natürlich auch hier schon. Dieser Tag markiert den Anfang des Endes unseres Landes. Wie sieht das Leben eines normalen Bürgers aus? Er arbeitet von früh bis spät, um seine Familie zu versorgen. Er schleppt sich nach seiner langen, mühsamen Schicht durch die dreckigen Straßen und träumt von dem Tag, an dem er in Rente geht und die anstrengende Arbeit mit wohlverdienter Ruhe und Entspannung ersetzen kann. Unsere Bürger sind es leid, keine Stärke im Kampf des alltäglichen Lebens zu besitzen. Schon seit der Schule sind sie erschöpft, wo sie gezwungen werden, Ausgabe nach Ausgabe bedeutungsloser Memoiren zu lesen, die von unseren sogenannten großen Anführern geschrieben wurden. Memoiren, okay. Unsere Bürger wird auch noch die letzte Hoffnung genommen. Friedvoller Lebensabend? Was kommt als nächstes? Die Pflicht zur Fortpflanzung, um weitere industrielle Einrichtungen bauen und Minen erschließen zu können? Wacht auf, Leute! Was? Wer lässt sich schon freiwillig in Luft auflösen? Tja, niemand, aber was willst du tun? Wir können es ja nicht ändern. Was ist da los? Katze! Katze fängt eine Ratte. Irgendwie hauen die alle nicht ab. Wie soll ich denn da DNA finden? Ist doch scheiße. So... Es ist illegal, jegliches Druckmaterial mit Nacktheit zu besitzen. Ha. Können die nicht mal endlich irgendwann abhauen? Mist. Oh, er qualmt. Das können wir uns ja mal vormerken. Oh, die dicke Katze schläft. Dicke Katze. Oh, hier ist ja keiner. Schnell rein. Jetzt haben wir so viel gelesen und gemacht. Wir haben eigentlich noch nichts geschafft. Ups. Oh, oh. Ich kann nicht abhauen. Scheiße. Ich hab's schon wieder verkackt. Was ist denn hier los? Was machen Sie hier? Tut mir leid, ich gehe ja schon. Gehen Sie sofort. Okay, diese Runde ist echt schlecht diesmal. Ich war aber auch so unvorbereitet. Man wird hier sofort ins Geschehen geworfen.
und kann nichts machen. Oh, besoffen ist er auch noch gerne. Ah, Feuerwerk. Wir können ja wenigstens das schon mal erledigen. Oh Gott, 316 Stunden ist übrigens bei dem Spiel echt nicht viel eigentlich. Wir haben es bei Martha gesehen. Die hatte zwar ein bisschen weniger Zeit, aber oh Gott. Nächsten Kennenlernen. Hallo, ich bin Hector Medina, der Verwalter dieses Apartments. Guten Tag, ich bin Nathan Kehler. Ich komme oft an Ihrem Haus vorbei, also werden wir uns in Zukunft öfter über den Weg laufen. Gehen Sie hier spazieren? Nein, ich arbeite. Ich verkaufe Ware und Informationen. Sie verkaufen Waren auf der Straße? Warum nicht? Frische Luft ist gesund. Ich mag diesen Ort. Als ich ein Kind war, haben wir in der Nähe gewohnt. Ich habe mitbekommen, wie sich Block 6 verändert hat. Früher war das eine luxuriöse Villa. Schade, dass es jetzt ein Mehrfamilienhaus ist. Sie sind ein eher sentimentaler Mensch, was? Nochmal, außer wenn es um Geschäft geht. Ja, nochmal, manchmal. Ich habe heute schon wieder Sprachgulasch. Tut mir leid. Wenn das Gebäude komplett auseinanderfällt, will ich es kaufen und daraus ein Bordell machen. Okay. Sie sollten Ihr Gesicht sehen. Ich mache nur Scherze. Ich möchte gerne meinen eigenen Laden eröffnen. Ich glaube nicht, dass das jemals passieren wird. Ich werde nicht zulassen, dass das Gebäude den Bach runtergeht. Nun, Sie kennen das Sprichwort. Vorschlag unterbreitet, vom weisen Führer beseitigt. Bei Ihren finanziellen Situationen ist es nur eine Frage der Zeit, bevor das Gebäude auseinanderfällt. Ich würde jetzt gerne handeln. Oh, schön, danke. Ich verkaufe einige nützliche Gegenstände. Feuerwerk! Und das ist scheiße teuer. Ah, ist egal. Das ist für seine Tochter. So. Money Check. Was, ist keiner da? Doch, da kommt er schon. Der Besitz und das Spielen einer Balalaika ist verboten. Alles klar. Wer konnte denn ahnen, dass das denn seine Frau ist hier oben? Also hier im Apartment 4. Ich weiß gar nicht, ob ihr die Maus sehen könnt, weil ich glaube, die Maus ist ausgeblendet tatsächlich. So, hier ist dein Feuerwerksgedöns. Unglaublich, sie haben Feuerwerk besorgt. Danke, Hector. So, immerhin was erledigt. Die verlassen jetzt beide die Wohnung. Die hauen jetzt alle. Passiert hier gleich was? Hier passiert doch... Ach so, er zündet das Feuer. Oh. Und das war's. Oh, so schön. Und wir müssen jetzt hier leider ein bisschen... Oh, Feuerwerk. Yay. Kann man nicht hier bei der Trappe... Die nehme ich jetzt einfach mal mit. Ja, komm. Juhu. Oh, ist das schön. Feuerwerk. Yeah. Frohes Neues. Das ist ja auch die erste Folge. Ich nehme ja gerade am zweiten auf. Frohes Neues. Schön.